Hallo und willkommen zurück zu Baphomets Fluch, der schlafende Drache. Ja, ihr habt ja gesehen, ich habe einen kleinen Ergänzungspass das gegeben und ja, da kam nicht mehr viel Interessantes. Also ich hatte da noch mal ein bisschen geguckt gehabt mit Nico und da war gar nichts. Daher für einen leeren Raum brauchte ich jetzt nicht noch extra was anschneiden und wir machen hier weiter. Untermalt von der sehr, sehr spannenden Musik. Ich denke mal, wir sollten uns hier vorsichtig umgucken und nicht rennen unbedingt. Ich wollte nicht den ganzen Weg umsonst gemacht haben. Ich musste wissen, warum dieser Ort so wichtig war. Jetzt müssen wir nur noch gucken, wie wir diesen Flap wieder reinlegen. Den kennen wir ja noch aus Baphomets Fluch 1 und wir wissen, dass er nicht unbedingt besonders helle ist. Obwohl, das haben wir ja auch gerade eben schon gesehen, er kriegt ja noch nicht mal auf die Reihe, den Namen richtig auszusprechen von seinem Chef. Ja, war ja klar, dass wir mit George hier mehr finden. Popcornbecher lagen auf der Theke und am Boden verstreut. Normalerweise hätte ich meine Seele für Popcorn verkauft, aber dies sah nicht sehr appetitlich aus. Ich wollte nichts davon mitnehmen. Staub und Käfer, mein Lieblingspausensnack im Theater. Ich vergeudete Zeit, statt Nico zu helfen. Es war ein alter Getränkeautomat. Einer, bei dem man Sirup und Sprudel selbst zusammenmischen musste. Es gab nur zwei Sorten, Zitrone und Cola. Nico schwebte in Lebensgefahr, während ich Zeit vergeudete. Mist, mein übliches Pech, nichts zu trinken. Es nützte Nico nichts, wenn ich kaputte Automaten ausprobierte. Vielleicht war noch Geld darin. Selbst wenn dem so war, würde ich nicht herankommen, denn die Kasse klemmte. Ich guck gerade, dass ich vielleicht irgendwas finde, mit dem ich diesen Flap ausschalten kann. Sie war abgeschlossen. Obwohl, wir haben den Metallstab. Könnte eventuell sogar schon reichen. Ich hörte Straßenlärm, aber nichts Besonderes. Okay, dann müssen wir uns wohl so mal um ihn kümmern. Naja, gespeichert haben wir ja. Jetzt sollten wir uns auf jeden Fall rechts halten, damit er uns nicht bemerkt. Wundern, wenn er es hört. Ah, eventuell haben wir da oben irgendein schweres Geschütz. Die Stege waren gefährlich. Sie waren teilweise eingestürzt. Es war ein langer Weg nach unten. Auf der Seite sind wir ein bisschen besser dran. Oder auch nicht. Der Beleuchtungszug ließ sich ein Stück senken, dann klemmte er. Wenn das mal gut geht. Das sieht ja alles hier nicht besonders robust aus. Sieht mir noch nach ein paar Wurfgeschosse aus.
Von der Höhe her würde ich eher sagen, der hier. Das würde bestimmt seine Aufmerksamkeit erregen. Jetzt hab ich dich. Sieh mal an, Nico Collar an einen Stuhl gefesselt. Wieder einmal muss sie gerettet werden. George, steh nicht da wie ein Ölgötze, binde mich los. Das wird allmählich zur Gewohnheit. Vielleicht brauchst du eine Therapie. Schon gut. Beeil dich. Das sind feste Knoten. Ich hab's. Im Ernst, geht's dir gut? Ja, bestens. Und ich freue mich, dich zu sehen. Du kommst gerade rechtzeitig. Wie immer. Wie ist es in Idaho? Wie soll es sein? Ein tolles Urlaubsdomizil. Du solltest mal zu Besuch hinfahren. Kennst du jemanden, bei dem ich wohnen kann? Ich könnte ein gutes Wort für dich einlegen. Ein wahrer Gönner. Seit wann interessierst du dich für Theater? Ich bin einem Mann auf der Spur, der einen meiner Klienten getötet hat. Er heißt Cesaro. Das ist der Wahnsinnige, der mich gefangen hat. Ich weiß, ich habe alles vom Parkett aus gesehen. Du warst gar nicht so schlecht. Danke. Auf die nächste Szene habe ich mich allerdings nicht so gefreut. Ja, Todesszenen mochte ich auch nie besonders. Erzähl mir von Cesaro. Er hat was mit den Neotemplern zu tun. So eine Überraschung. Das erklärt den Idioten da drüben. Warum bist du hier? Die Blondine hat jemanden umgebracht, den ich interviewen sollte. Ich habe sie verfolgt und so kam ich hierher. Wir arbeiten am selben Fall. Unglaublich. Nur wenn du an Zufälle glaubst. Glaubst du an sie? Nein. Ich auch nicht. Komm schon, George. Wir können nicht den ganzen Tag hier rumsitzen. Und wieder derselbe Spruch von der guten Nico. Nico? Ja, George? Könntest du mir vielleicht helfen? Kommt drauf an, womit? Warum hat die Blondine den Typen umgebracht, den du interviewen wolltest? Er wollte sich mit mir treffen. Angeblich wusste er etwas über die seltsamen meteorologischen Ereignisse in letzter Zeit. Er sagte, der Weltuntergang käme. Also, bist du noch immer Journalistin? Meinem Redakteur nach nein. Was ist passiert? Hat er dich gefeuert? Nein, ich habe vorher gekündigt. Das war ein toller Treffer. Der Putzkolonne würde es weniger gefallen. Nett, wenn mal einem anderen der Kopf brummt. Ich kannte den Typen doch. Er arbeitete früher für den Großmeister und wurde Flap genannt. Als ich ihn das letzte Mal gesehen hatte, fiel er gerade in Schottland von einem Schnellzug. Er war einfach nicht klein zu kriegen. Ja, der ist ziemlich robust. Flap reiste mit leichtem Gepäck. Er hatte nur seine Knarre dabei. Ich dagegen vertraue lieber auf meinen IQ. Ich würde mir ja eher die Knarre schnappen, damit er keine mehr hat. Ah, verdammt ist das heiß! Was für eine unglaublich dämliche Aktion. Es war ein alter Scheinwerfer. Er leuchtete hell. Der alte Scheinwerfer produzierte eine Menge Hitze. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier irgendwie rauskommen. Jetzt haben wir ja wieder die gute Nico bei uns. Ja, das Problem ist zwar, dass die Killerin noch lebt, aber wir haben ja zumindest schon mal einen von den Komparsen ausgeschaltet. Nur die deutlich gefährlichere, die leider nicht so dämlich ist, die lebt noch. Ja, hier unten hätten wir auch reingekonnt. Vielleicht wäre das eine Alternative gewesen, ihn quasi den Boden unter den Füßen zu nehmen. Sehen wir uns mal um. Es war seltsam, Nico wiederzusehen. Sie war noch schöner, als ich sie in Erinnerung hatte. Ich hätte allerdings nie gewagt, ihr das zu sagen. Eine schön gemalte Kulisse. Es war eine perfekt gestaltete Marktplatzszene. Obst- und Trödelstände. Mhm.
Eine finstere, aber farbenfrohe Gassenszene. Bühnenmaler, was für ein schöner Beruf. Warum bin ich nicht darauf gekommen? Ja, da liegt doch was. Ich griff in den Kasten und nahm einen Stift. Festheimers Nummer 7 weiß. Hätte ich mir denken können. Ich hatte schon einen Schminkstift. Ah, das war derselbe Schminkstift, den der Clown benutzt hat. In Teil 1. Es war nur ein Perückenkopf. Das sieht alles ganz schön ramponiert aus. Die Schubladen der Kommode waren leer. Da liegt doch es was. Es sah aus, als seien sie schon vor Jahren geleert worden. Mist! Der Safe war verschlossen. Aber das überraschte mich eigentlich nicht. Der verrottete Boden hatte begonnen, unter dem Gewicht nachzugeben. Ein altes Textbuch, auf Französisch. Jetzt war keine Zeit zum Lesen. Es war ein alter Safe. Ich fragte mich, ob etwas drin war. Die Schubladen der Kommode waren leer. Das war nicht ganz richtig. Okay, also wir haben hier auf jeden Fall ein Safe, den man eventuell öffnen könnte. Da ist auf jeden Fall noch irgendein Gang. Sehen wir uns mal weiter um. Die Tür ist auf jeden Fall dicht. Okay, die große Frage. So würde ich keinen Erfolg haben. Der Safe war verschlossen. Nico? Ja? Der Safe da hinten wurde kürzlich benutzt. Er ist verschlossen. Wenn etwas so wichtig ist, dass Susaru es im Safe einschließt. Genau. Sieh mal, das habe ich unter der Bühne gefunden. Schminke. Toll, George. Soll ich dich als Tiger oder lieber als süßes Bärchen schminken? Ein andermal vielleicht. Okay, also hier kommen wir erstmal nicht weiter. Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir irgendwo den Schlüssel herkriegen. Für den Safe. Ganz schön verwirrend hier die Gänge. Okay, hier ist offen. Ich mach mal einen kleinen Zwischenspeicher, allerdings auf einen anderen Slot. Weil mir war jetzt... Spiel ja schon einmal abgekackt. Bleib mir vom Leib! Bleib bloß weg! Was ist denn mit dem los? Komm nicht rein! Bleib draußen! Jemand hat ihm eine Mordsangst eingejagt. Jemand oder etwas? Und weißt du was? Er ist da drin in Sicherheit. Und das Etwas ist hier draußen. Okay, das heißt, wir müssen auf jeden Fall ein bisschen aufpassen. Wir wissen nämlich nicht, was hier unterwegs ist. Muss auf gut Glück hoffen, dass wir nicht irgendeine böse Tür erwischen. Ich vermutete, dass die Strebe den Safe im Zimmer darüber stützte. Die Strebe ließ sich nicht bewegen. Der Widerstand am Boden war zu groß.
Die Strebe war zwischen Boden und Decke eingeklemmt. Sie stützte den Boden des Zimmers darüber. Daran ziehen hatte überhaupt nichts gebracht. Wenn mich mein Orientierungssinn nicht täuschte, stützte diese Strebe den Safe im Stockwerk darüber. Vielleicht, wenn Nico hilft. Ja. Es war der Sicherungskasten des Theaters. Er sah sehr alt und sehr gefährlich aus. Offenbar waren einige Sicherungen durchgebrannt. Nur eine war noch übrig. Eine sehr alte, vom Holzwurm zerfressene Leiter. Es wäre Selbstmord gewesen, das Ding zu benutzen. Okay, hier ist noch eine Tür. Ich konnte nichts hören. Dicht. Verschlossen. Vielleicht gab es eine andere Möglichkeit. Okay, also auf jeden Fall müssten wir die Strebe hier wegkriegen. Die Sache ist nur die, ich kann jetzt hier gerade nichts anderes anwählen. Sie ließ sich immer noch nicht bewegen. Der Widerstand am Boden war zu groß. Ich brauchte irgendwas als Schmiermittel. Ah! Eventuell? Die Schminke war zu alt und zu hart, um sie in den Spalt zu schmieren. Hätte ich bloß ein flüssiges Schmiermittel dabei gehabt. Mist. Ja, eine Idee war es ja schon, aber... Hey Nico, kannst du mir einen Augenblick helfen? Was soll ich machen? Nimm das und zieh dran, wenn ich's dir sage. Du bist ein unverbesserlicher Romantiker. Ja, ja. Es nützt nichts, George. Da bewegt sich nichts. Was schlägst du vor? Vielleicht solltest du sie erst lockern. Okay, also wir müssen irgendwie das Schmiermittel flüssig kriegen. Hier draußen tappelt irgendwas rum. Das hört man die ganze Zeit. Diese Tür wollte sich nicht öffnen lassen. Dicht. Mein Gott, George, sieh mal hier. Muss ich wirklich? Seine Brust ist einfach weggebrannt worden. Ich habe schon einige Leichen gesehen, aber die hier schlägt sie alle. Er hat wohl zum Mittag Hühnchen gegessen. Was könnte das verursacht haben? Schon mal in einem englischen Restaurant gegessen? Im Ernst? Keine Ahnung. Ich bin Anwalt, kein Pathologe. Was auch immer da passiert ist, das sieht nicht gut aus. Ich fasse nicht, dass ich das wirklich tue. Ich hätte schwören können, dass er mich beobachtete, als ich seine Taschen durchsuchte. Aber mir war jemand zuvor gekommen. Ich fand nur eine leere Kartenhülle. Die Leiche war stark verstümmelt. Also was auch immer da passiert ist, derjenige welche... Es sah aus wie ein Kartenleser, aber ohne Knöpfe oder Tastatur. Wozu er wohl hier montiert worden war? Ich bezweifle mal stark, dass die Karte funktioniert. Es gab keinen Grund, das zu versuchen. Vielleicht hat Nico eine Idee. Das war nicht ganz richtig. Okay. Nico? Ja? Theaterschminke. Obwohl, wir haben ja die Schmiere, ja? Nur feste. Willst du die Schminke, Nico? Nein, danke. Ich habe selbst Make-up. Du kannst sie behalten. Das war nicht hilfreich. Ich Dummdödel. Jetzt
Jetzt weiß ich, wie ich die Schminke nutzen kann. So, wir brauchen nämlich die heißen Lampen oben. Mit der können wir die garantiert schmelzen. Uns mal. Ja, ist zum Glück immer noch ausgenockt. Der Scheinwerfer war heiß genug, um die Schminke zum Schmelzen zu bringen. Es stank furchtbar, als die Schminke schmolz, aber immerhin klappte es. Hätte ich auch früher drauf kommen können, obwohl, na gut, da hat man die Schminke noch nicht. Gut. Ziel erreicht und wieder runter. Ich hoffe mal nicht, dass er zu viel Krach verursacht, wenn wir gleich den Safe runter donnern lassen. Und vielleicht haben wir ja Glück, dass das Safe dabei kaputt geht. Wenn ja, dann war der Safe nicht besonders stabil verarbeitet. Was auch immer hier unten ist, ich will es nicht sehen. Eigentlich will ich es schon sehen, weil ich neugierig bin, aber ich denke mal, das wird nicht besonders schön werden. Also nicht für uns. Ich hatte die Hoffnung, dass die geschmolzene Schminke als Schmiermittel funktionieren würde. Nehmen wir direkt mal ein bisschen Hilfe dazu. Hey Nico, kannst du mir einen Augenblick helfen? Daran ziehe ich nicht nochmal. Ich habe sie eingeschmiert. Diesmal geht's bestimmt. Gut. Ich vertraue dir. Das hört man gern. Na dann. Das wäre beinahe schief gegangen. Aber da sind zwei Sachen, die wir gebrauchen können. Einmal eine Karte. So kann man auch einen Safe knacken. Du hast aber nicht gesagt, dass du auch meinen Schädel knacken willst. Nur eine kleine Fehleinschätzung. Du kennst mich doch, Nico. Tja, ohne Fehler wärst du nicht du selbst. Zwei Dinge waren darin. Ein Kartenschlüssel und ein erstaunliches Artefakt. Es war aus Stein gehauen und mit seltsamen Kristallen besetzt. Mein Gott, Nico, sieh dir das an. Was ist das? Was auch immer es ist, Susaro hält es offenbar für wichtig. Alles eingesackt. Im Safe war sonst nichts. Sehr schön. Es war eine Keycard für ein Sicherheitsschloss. Ja, ich weiß auch für welches. Das seltsam geformte Artefakt war mit blauen Kristallen verziert. Ich sage, machen wir mal wieder einen Sicherheitsspeicher. Okidoki, das hat gut funktioniert. Die Stützstrebe lag nun am Boden. Ja, wir sollten vielleicht hören, ob da draußen jetzt was ist. Das war nämlich nicht gerade leise. Nein, so doch nicht. Okay. Ja, gespeichert habe ich ja. Ich denke mal, er knallt uns ab. Ob ich nachsehen sollte? Na, vielleicht doch nicht. Okay, passiert nichts. Gut, dann würde ich sagen, wir rennen noch zur Tür und machen an der Stelle dann einen Cut und machen beim nächsten Mal weiter. Wenn es wieder heißt, Let's Play Baphomet Hoch 3, der schlafende Drache. Bis dann.